zuze morgen, die Amamera. Vai, 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 die Stadt sie sammelt, um zuze morgen, die Amamera. Vai, 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 die Stadt sie sammelt, um zuze morgen, die Amamera. Rocca mandolina, dolano obor, omoi zuze obor, sema bambedor. Rocca mandolina, dolano obor, omoi zuze obor, sema bambedor. Vai, 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 gli stazzi zamba, omoi zuze obor, tu ambamera. Vai, 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 gisch das Isamba, um zu zerbogen, du Jambamera. Rocca mandolina, dolana chaschi, um zu zerbogen, stammum rinkaschi. Rocca mandolina, dolana chaschi, um zu zerbogen, stammum rinkaschi. Vai, 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 gisch das Isamba, um neu zu zerbogen, wie am Bamera. Vai, 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 gisch das Isamba, um neu zu zerbogen, wie am Bamera. Të nderuar nja dhe zotrin, mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur në eventin e sotëm me mëton grua e shëmbull për integrim, të organizuar nga Fondacionin Erin Vlora Falaski dhe Gavien në kuadrë të shoqatës 12 qërore, të cilën e hapëm me korin ton të shoqatës me këngën Rocca Mandolinën, dirigente Vlora Jonuze. Është një ditë e rëndësishme për gruan varë botën dhe unë kam derin e emër të Fondacionit Nermin Vlora Falaski të uroj të gjitha gratë dhe vajzat gëzuar ditën e rëndësishme dhe të bukur të gruas 8 marsin. Ditën e kaluar ne kemi ngritur si parë në një eventi të bukur plot risi dhe gëzim, të cilin e kemi risjell dhe këtë vit në të njëjtin format, por me brënditën ndryshme. E po aq interesant dhe të këndshëm. Më vjen mirë të jemi sot para jush, se ne mbajtëm premtimin e dhënë. Ajo që ka e bën më të bukur dhe interesant këtë event të rëndësishëm për gruan, është dëshira dhe këmbgulja jonë për të promovuar gruan dhe për të falenderuar në mënyrë të veçantë ato gra që me punë e tyre për kushtimin dhe kontributin e madh kanë ndryshuar çka në jetën e përditshme të njerëzve të zakonshëm. U kanë shtuar më shumë buzëqeshje, u kanë dhënë më shumë përkraje, ku janë gjindur pranë njerëzve në momentet më të vështira. Pikërisht, fondacioni ynë ka vendosur të përzgjedh dy gra të tilla të përkushtuara me zemër të madhe, të cilat nderojmë sot me çmimin e fondacionit ton, por që do t'i zbulojmë gjatë programit. Sehr geehrte Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich zu diesem heutigen Event, der im Rahmen der Frauenstiftung in dem Vlora Falaski und des Vereines 12. Juni für uns mit dem Chor, mit dem Lied Rocca Mandolinen, dirigiert von Vlora Jonuze, den heutigen Abend eröffnet haben, willkommen. Dieser Tag wird am 8. März gewidmet, dessen Motto Fort der Frau für Integration lautet. Heute ist also ein besonderer Tag, nicht nur für uns Frauen hier, sondern für alle Frauen und Mädchen weltweit. Und es ist mir eine Ehre, Ihnen im Namen der Frauenstiftung einen schönen 8. März zu wünschen. Danke. Am Beginn möchten wir unsere Ehrengäste begrüßen. Den Botschafter der Republik Albanien, Herr Roland Bimo.
dem Botschafter der Republik Kosovo, Sami Ukeli, Nationalabgeordnete Frau Petra Bayer, Bezirksrätin Favoriten Christine Hahn, Bezirksvorsteher Markus Franz, Bezirksrätin Favoriten Maria Masam, Bezirksrätin Anna Bolovic, den Vorsitzenden der Kulturkommission Kurt Dastgab, Bezirksrätin Eva Solcher, Vorstandsmitglied der Frauen im Wirtschaftsverband Alexandra Psikos, Vizepräsidentin des Indischen Vereins Viva und Obfrau, Stellvertreterin von Wienerin Florsdorf, Aradhana Narula, unsere Ehrenpreisträgerin des Jahres 2018, Frau Elisabeth Kruhler, Direktorin Marianne Graf, Doktorin Gosime Hula und alle Vertreter der Vereine sowie den Arbeitersängerbund Favoriten, den Chor Mimose, Axinia Gioia und Marcello, extra aus Italien für diesen heutigen Tag eingereist sind. Ein großes Dankeschön geht aber auch an Wien Kultur und Kulturfavoriten, durch deren Unterstützung diese Veranstaltung ermöglicht wurde. Vielen Dank. Wir hoffen, dass durch diese kulturellen Events die Beziehungen zwischen den österreichischen und albanischen Frauen gestärkt wird. Auch in diesem Jahr haben wir Ehrenpreise für zwei Frauen, die Großartiges geleistet haben, die wir im Laufe des Abends vergeben werden. Tani për të mbajtur fjallën e rastit, ftojmë në skenë kryetarën e Fondacionit Nermin Vlora Falaski dhe Gavien, si dhe të shkatës 12 qeshorit, zonjën Rolanda Limani. Nun möchten wir eine Frau auf die Bühne bitten, ohne die dies heute gar nicht entstanden wäre. Eine Frau, die nicht nur auf ein Wunder wartet, sondern ihr Wunder selbst inszeniert. Eine Frau, die nie aufgegeben hat, auch wenn ihr Steine in den Weg gelegt wurden. Eine Frau, die für sich ihre Rechte überzeugen kämpft. In meinen Augen, und ich nehme mir auch das Recht, im Namen des Vereins und der Stiftung zu reden, ist sie der Inbegriff für Kämpferin. Neben all ihren Tätigkeiten in Bildung, Kultur und Integration ist sie die Leiterin des Vereines 12. Juni und der Frauenstift Nermin Lora Falaski, Zweigstelle Wien. Sie ist Helikopterpreisträgerin des Jahres 2016, aber vor allem ist sie ein wundervoller Mensch, von dem man vieles und noch mehr lernen kann. Also wenn Sie jetzt bis jetzt nicht wissen, wen ich meine, Rolanda Limani. Të nderuar, ambasador, përfaqësues të pushtetit lokal Favorit, përfaqësues të pushtetit lokal Meidling, Florisdorf dhe mysafir të ftuar. Kam nderin sot në ditë të veçantë për gruan që më pres në këtë event të them pak fjalë mbi atë çka nisi si një domosdoshmëri shoqërinë e kohës. Betejes për ngritjen për shtetin e rolit e gruas në çdo pjesë e fushë jetës. Kjo dit nuk i përket një vendit të veçantë, një grupi apo organizate, por i ket të gjithë shoqërisë, një herësh kudo në botë. Historia e betejes e grave në vazhdueshmërinë e jetës së tyre të përgjithshme për barazi e të drejta të plota në shoqëri është historia të gjitha të drejtave bazike të njerëzit. Kjo është dita për të kujtuar e festuar një herësh arritjet kulturore, politike, ekonomike e shkencore të gruas gjithë botën. Kjo ditë mi të gjitha na fton reflektojmë se kemi ende shumë punë për të bërë. Ka endra në botë që vuajnë për të drejtat më bazike të njerëzit,
e që ende jetojnë të friksuara prej dhunës e keqtrajtimeve. Gratëm që filluan e vazhduan përpjekjet e punën e palodhën në këtë drejtim, nuk ngritën zërin për të treguar se edhe ne gratë dimë të bërtasim, po për të dhënë zë atyre që nuk e kishin, nuk mund të dëgjoheshin. Se cila prej nesh e heroin, e heshtu, se cila prej nesh ka brend shpirtit një ocean me dashuri për të dhuruar, një vulkan hesh e qëllimesh për të arritur në të mirë të njerëzimi. Gratë këtë e kanë treguar më së miri, duke kryer shumë role një hesh në shoqëri, e duke i finalizuar të gjithat me ses. Jam e bindur se me kohë, shoqëria do ketë edhe grua në qendër të vëmendjes. Si kryetare shoqatës dhe degës së Fondacionit Kulturor të Gruas Shqiptare në Austri, i urë gjitha grave kudo që janë, punë të mbarë në të gjitha fusha që përmarë. I falenderoj për përkushtimin dhe gatishmërinë e përditshme që me zemrën e tyre të madhe, duart e palodhura dhe mendjen e ndritur shkëlqejnë kudo ku ndodhen. Gëzuar 8 Marsin. Sjerke e të boqafta, sjerke e të becik së fëtretinën, unë becik së fëtreta, becik së favoritën, majdling, floristo, unë libe geste. E si së mjajnë e ere, andën fy fraën bezondërën tak, si alle herzlich willkommen heißen. Erlauben Sie mir ein paar Worte über das zu sagen, was damals als Notwendigkeit entstanden ist. Der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen und demokratische Grundrechte. Der internationale Frauentag betrifft nicht nur ein Land, eine Gruppe, eine Organisation, sondern den ganzen Gesellschaft weltweit. Der lange Weg der Frauen, ihr Kampf um Gerechtigkeit und um die Grundrechte ist ein wichtiger Teil der Menschenrechtsgeschichte überhaupt. Dies ist der Tag, an dem wir all die Errungenschaften der Frauen, die bisher stattgefunden haben, feiern. Seit über einem Jahrhundert haben gewöhnliche Frauen Außergewöhnliches geleistet. Mit ihren Bestrebungen und Bemühungen haben sie das Blatt der Geschichte gewendet und die Welt schöner, reicher und friedlicher gemacht. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass es weiterhin viel zu tun gibt. Denn Millionen Frauen weltweit sind weiterhin Opfer von Gewalt und Unterdrückung. Die Kämpferinnen für Frauenrechte haben ihre Stimme nicht erhoben, um zu zeigen, wie laut sie sein können. Nein, sondern um denjenigen die Stimme zu geben, die keine haben. In uns verbinden sie viele Ideen, Wünsche und Begeisterungen. Dadurch haben Frauen schon längst bewiesen, dass sie mehr Rollen annehmen können und dies auch erfolgreich verwirklichen. Ich bin überzeugt, dass das Ziel der Gleichstellung, Selbstbestimmung und Wertschätzung nur gemeinsam erreichen werden können. Als Vorsitzende der Verein wünsche ich Frauen viel Erfolg in allen ihren Unternehmungen und bedanke mich für ihren unermüdlichen Einsatz in allen Bereichen des Lebens. Alles Gute zum Weltfrauentag. Danke. Gjithashtu sanderon me praninë e saj, zonja Petra Bajer, të cilën e ftojmë në skenë për përshëndetjen e rastit. Heute ehrt mit ihrer Anwesenheit Frau Nationalabgeordnete Petra Bajer. Ich will nur auf die Bühne bitten. Ja, schönen guten Tag. Erstens einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Zum Zweiten ganz großen herzlichen Dank an Roland, das Team, sowohl in Frauenstiftung als auch im Verein 12. Juni. Es ist ganz, ganz toll zu sehen, wie sehr ihr alle Vorzeigefrauen für Integration seid, wie sehr ihr eine ganz, ganz tolle Arbeit macht und wie sehr ihr wirklich ein großes, starkes, feministisches Herz habt. Das ist ganz toll für mich als Frauenpolitikerin zu sehen und zu wissen,
dass wir mit euch so starke und so engagierte Mitkämpferinnen haben. Vielen lieben Dank einmal dafür, dass es euch gibt und dass ihr so kraftvoll seid. Ich soll auch ganz, ganz liebe Grüße von der Wiener Frauenstadträtin von Katrin Gahl ausrichten, die gerne auch hier heute wäre, dies aber aufgrund von anderen terminlichen Verpflichtungen leider nicht schafft, also auch die Frauen solidarischen Grüße von ihr. Was ich euch auch ganz dringend sagen mag, und es ist eh in der Einleitung und auch von Rolanda erwähnt worden, wie sehr der 8. März nach wie vor wirklich ein Frauenkampftag ist und wie sehr es wirklich notwendig ist, dass wir als Frauen für unsere Rechte, für unsere erkämpften Rechte weiterkämpfen, aber auch für das Wohlergehen der gesamten Gesellschaft. Die Johanna Donal, die eine Ikone der österreichischen Frauenbewegung, hat einmal gesagt, dass wir als Frauen nicht nur für uns als Frauen kämpfen, sondern fürs Wohlergehen der ganzen Gesellschaft. Denn eine egalitäre, eine gleichberechtigte, eine gut verwurzelte Gesellschaft kommt allen zugute, Männern und Frauen. Und darum ist es ein gemeinsamer Kampf, wie eh auch schon betont worden ist. Und wenn ich mir anschaue, was diese schwarz-blaue ÖVP-FPÖ-Bundesregierung, seit sie im Amt ist, alles getan hat, um gegen Frauen zu arbeiten und um zu erreichen, dass es wir als Frauen nicht leichter haben, sondern ganz im Gegenteil, dann ist das eine riesengroße Zahl von Maßnahmen. Ich denke nur zum Beispiel an die 60-Stunden-Woche, dass Frauen und Männer jetzt 60 Stunden in der Woche zur Arbeit verpflichtet werden können und sich das im Normalfall nicht aussuchen können, ob sie das freiwillig machen oder nicht, ist ganz besonders für Frauen ein Problem, weil wir wissen, dass die Betreuung der Kinder, die Betreuung von älteren Familienangehörigen immer noch vor allem ein Problem der Frauen ist und vor allem sich Frauen darum kümmern. Und wenn Frauen 60 Stunden in der Woche arbeiten müssen, haben sie es noch schwerer, Kinder und Beruf, Familie und Beruf zu vereinbaren, als sie es jetzt ohnehin auch schon haben. Also das ist keine Maßnahme, die Frauen irgendwie ein Stückel weiterbringt. Wenn ich mir anschaue, dass, ihr könnt euch sicher erinnern, im letzten Jahr, im Herbst, fast 500.000 Menschen das Frauenvolksbegehren unterschrieben haben und sich ausgesprochen haben für bessere Rechte von Frauen, sei es in der Familie, sei es am Arbeitsplatz, sei es beim Einkommen, dann ist es wirklich nicht nur bedauerlich, sondern ein unglaublicher Affront, dass in dem Moment, wie wir dieses Frauenvolksbegehren das erste Mal im Nationalrat diskutiert haben, niemand von der Regierung da war, nicht einmal die Frauenministerin. So sehr interessiert sie das. Wir haben mittlerweile die Inhalte des Frauenvolksbegehrens dem Gleichbehandlungsausschuss des Nationalrats zugewiesen, wo wir das in zwei Sitzungen diskutieren. Eine war schon, eine ist nächsten Dienstag. Und es ist abgrundtief erschreckend, mit welchen Argumenten die Regierungsparteien sich gegen die Forderungen des Frauenvolksbegehrens stellen. Die sagen zum Beispiel, ja, diese 500.000 Leute, die das unterschrieben haben, die haben wahrscheinlich gar nicht gewusst, was da genau unterschreiben. Und man kann nicht nur Rosinen picken, man kann sich nicht nur für die Frauen die guten und die schönen Dinge raussuchen und die Männer weiter die schwere Arbeit tun lassen. Als ob nicht Frauen eine mindestens genauso schwere Arbeit machen würden. Und um ein drittes Beispiel zu nennen, wo ich mir große Sorgen mache, ist der Angriff dieser Regierung auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, unter anderem auch auf den Schwangerschaftsabbruch, auf die Möglichkeit, dass wir Frauen selbst darüber bestimmen können, wann und wie viele Kinder wir mit wem haben wollen oder auch nicht. Sie wollen Frauen in Zukunft auch durch ungeplante und ungewollte Schwangerschaften durchzwingen. Sie beginnen jetzt zwar nur an einem Ende zu diskutieren, aber es ist schon ziemlich klar, was sie im Summa summarum wollen. Sie wollen, dass der Schwangerschaftsabbruch erschwert wird, dass es Beratung geben muss, bevor man ihn machen kann. Das sind alles Dinge, die Zeit hinausgehen und wo es dann gar nicht mehr so einfach ist, in diesen 12 Wochen, die du Zeit hast, laut Setz, auch wirklich dann einen Termin zu bekommen in einer Ambulanz, abgesehen davon, dass man sich das eh selber zahlen muss. Es wäre fair und billig, wenn Österreich, so wie fast alle anderen EU-Staaten auch, entweder für die Verhütungsmittel, das hätte ich für schlauer finden, durch die öffentliche Hand, durch die Krankenkassen bezahlen täte oder zumindest einen Schwangerschaftsabbruch, wenn sie das schon nicht tun. Aber Österreich tut beides nicht. Das ist wirklich ein großes Versagen und die Regierung geht da sogar noch einen Schritt zurück. Also ihr seht, ich könnte jetzt diese Liste noch endlos fortsetzen, was ich nicht tun werde, weil wir auch noch zu schöneren
Dingen am heutigen Abend kommen wollen, am heutigen Nachmittag kommen wollen. Aber es ist wichtiger denn je, dass wir als Frauen diesen 8. März wirklich als Frauenkampftag verstehen, dass wir weiterhin für unsere Rechte wissen, dass wir kämpfen müssen. Und wir wissen auch, dass wir das nur gemeinsam können, in gemeinsamer Solidarität über die Grenzen von Nationen, über die Grenzen von Sprachen hinaus. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass mit dieser heutigen 8. Märzfeier diese internationale Solidarität hier so gelebt wird. Einen wunderschönen, kämpferischen 8. März, einen erfolgreichen Frauentag und auf einen guten gemeinsamen Kampf in der nächsten Zeit, auf bessere Zeiten für die Frau. Alles Liebe! Ti këndosi, tashme e njojmë të gjithë me interpretimet e tyre të mrekullueshme. Sot ata do të na japin kënaqësin të dëgjojmë përsëri me këngën Agimet Shqiptare të Avni Mulës, shoqëron në pian Kaori Seiki. Le t'i ftojmë në skenë. Wir bedanken uns bei der Nationalabgeordneten für ihre Worte und bitten die Sopranistin Agnese Islamay und Tenor Faye Kondosi mit dem Lied Agimet Shqiptare von Avni Mula, welchen von Kaori Seiki Herne begleitet wird, auf die Bühne.
Wow, Sharon, interpretimi. Si që përmendëm më parë, sot kemi të ftuar dhe ambasadorin e Republikës Shqipërisë në Vjenë, zotin Roland Bon, të cilin gjithashtu e ftojmë në skenë për përshëndetjen e rastit. Auch in diesem Jahr sind wir froh, dass uns der Botschafter der Republik Albanien, Herr Roland Bimo, mit seiner Anwesenheit beehrt. Wir bitten ihn auf die Bühne. Ich bin Brahma Tschidbe. Ich bin Brahma Tschidbe. Ich bin Brahma Tschidbe. Them dy fjalë përshëndetje nga të shënuar si kjo, sepse kam përshtypjen çfarë do të thuhet për kontributin, rolin, sakricat e gruas në jetën shoqërisë. Gjithmonë fjalët nuk do të jenë gjë në jetë shprehin që ndjejnë. Megjithatë, do të thosha një përshëndetje vllazërore për të gjithë juve, grandëna, motra që jeni sot prezente këtu që bëni këto festime. Natyrisht një falënderim i veçantë shkon bisht austriak. Ndihma, solidariteti, përkraja të cilëve ka qenë faktor bazë në gjithë integrimin e komuniteteve shqiptare në Austri. Dhe nërisht një falënderim mëse i veçantë i shkon zonjës Rolanda Limani, organizatore e kësaj mbrëmje, kryetare e Federacionit të Mbar Kombëtar Shqiptar në emër Blora Falaski dhe Gavien dhe kryetare e qadës 12 qershori, parin dhe kontributin e cilës shumë aktivitete kulturore nuk do të kishin qenë mundur të zhvilloheshin. Ju jam, Rolanda, shumë mirë njohës juve dhe shoqatës për ftesën që keni drejtë bërë dhe që jam sot këtu me ju. Si që thate dhe juve vetë, 8 marsi është një fest kreçantë, e cila nuk ka ndarje fetare, etnike, rajonale, etjera, etjera, i takon marë njerëzimit. Edhe në këtë datë, mesazhi vetëm që doja të veçoja është solidariteti. Bazuar të solidaritet, arrijen të gjitha sukseset dhe ka përcenë të gjitha shqisit. Solidaritet midis grave, solidaritet midis grave dhe burrave, solidaritet në të gjithë familjet e shtetet apo kombet në marrëdhëniet midis tyre. Është tepër që të bëj unë poetin e të them që gruaja është jeta dhe mbartëse e jetës, etjera etjera, nga këto gjëra dëgjoni një poetin nga shkrimtar shumë më të elaboruar sa unë për që në gjëndje të dhënë disa fjalë njohje, po në të vërtet, do të dhe thosha që nga vini 1909, kur ka filluar të përkujtohet këtë datë në Shtetet e Bashkuara Amerikës, në vitin 1977, Kombet e Bashkuara vendosin që të jetë dita ndërkombëtare e gruas. Qysh nga ajo kohë deri tani, gruaja shqiptare si një pjesë e kombit shqiptar, vërtet që ka bërë hapa të jashtëzakonshëm përpara që është në kokën mbas edhe shikojmë se nga kemi ardhur. Kjo nuk do të thotë që sfidat në të ardhmen janë më të vogla, prandaj dhe po e lidh përsëri me atë që thash pak më përpara. Solidariteti është i domosdoshëm për të kapërcuar, për të kapërcyer sfidat me të cilat ndodhemi. Nëse mani vetëm dy fjali për rolin e gruas shqiptare në diasporë, se sa i shumë fisht është ai se krahas mbajtjes familjes, edukimit fëmijëve, i takon që të luajnë rolin kryesor në integrimin e këtyre fëmijëve në shoqërinë austriake. Rol cilin me shumë kënaqësi do më duhet të them që qytetet shqiptare në Austri janë ato të integruarat më mirë dhe për këtë një njohje thell në emër të ambasadës dhe të shtetit shqiptar. Një mesazh tjetër do doja të dalloja është ai i gjuhës shqipe. Mbi të gjithë ajo që na bashkon në këtë sallë është gjuha shqipe. Nëna, gruaja, motra shqiptare ka një rol të veçantë në mbijetesën gjallë dhe kultivimin e të gjuhës shqipe në diasporë, gjë të cilën e keni bërë me shumë sukses deri tani dhe do duhet që ta përforconi edhe më tepër në të ardhmen. Në qëmë të joni vetëm një fjali për zonjën e nderuar Marian Graf, doktor Marian Graf, e cila është simboli marrëdhënieve Shqipëria-Austri me kontributin e saj të jashtëzakonshëm që ka dhënë ndër vite për përmirësimin e jetës qindra mijëra njerëzve në Shqipëri, që i ndihmon në ndërtimin e shkollave, spitaleve,
rrugëve, infrastrukturës, së domosdoshme për jetën e tyre. Dear awesome friends, I'd like to end with two sentences, deep gratitude and thanks to all what you have done for the Albanian community, for your doing continuously, and indeed highly appreciated your role in all the support that you have given to us. Everybody, a pleasant evening. Gëzuar tet Marsin, falinderit. Gjithashtu këta kemi dhe ambasadorin e Republikës së Kosovës në Vjenë, Zotin Samueli, të cilin gjithashtu e ftojmë për përshëndetjen e rastit në skenë. Wir sind auch froh, dass sich der Botschafter der Republik Kosovo, Herr Samueli, Zeit genommen hat, um mit uns diesen besonderen Tag zu feiern. Danke. Und er wird kundeten sein. Und vielleicht muss er viel getan, als der Sport in Germanisch, der Pastei, der Wem, Jus Schiebe. Nicht, dass wir uns abgesprochen haben, aber in der Regel, wenn wir irgendwo gemeinsam auftreten mit dem albanischen Botschafter Bimo, versuchen wir immer, dass er den englischen Teil absolviert und ich mache es immer umgekehrt. Ich versuche zunächst einmal auf Deutsch seine lieben österreichischen Freundinnen und Freunde zu begrüßen und dann auf Albanisch. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Bayer, sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher Franz, Bezirksrätinnen von den Bezirken, die vertreten sind, Vertreterinnen von den Institutionen Wiens und von den Vereinen. Ein herzliches Dank erstmals für Ihren Beitrag, dass dieses Event hier zustande kommt und ein herzliches Dankeschön auch für all das, was Sie für unsere Frauen während Ihrer täglichen Arbeit auch bisher geleistet haben. Das ist wirklich für uns von einer großen Bedeutung. Und das müssen Sie auch verstehen, wenn Sie wirklich die Integration der albanischsprachigen Mitmenschen, die in Österreich leben wollen, dann müssen Sie viel stärker mit unseren Frauen arbeiten, damit wir das auch gemeinsam erzielen. Also vielen Dank nochmals für den Beitrag. Wir haben natürlich auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen, genauso wie es in der österreichischen Gesellschaft so zugeht, mit manchen Dingen geht es auch in unserer Gesellschaft zu. Wir kämpfen auch um die, sozusagen, die Gleichberechtigung der Frauen und auch um diese Solidarität. Und in diesem Kampf sollten wir alle gemeinsam sein. Das ist ganz wichtig für uns alle. Und das ist eigentlich, wie der Botschafter Bimo auf Albanisch das auch erwähnt hat, der 8. März ist ein Tag, der gar keinen ethnischen, religiösen oder sonstigen Unterschied macht. Das ist ein Tag, der uns alle verbindet. Und daran sollten wir eigentlich auch anknüpfen. Das soll ganz wichtig für uns alle sein, dass jeder den Beitrag leistet, zu dem Punkt zu kommen, wo wir alle miteinander umgehen können und auch miteinander leben können. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und vielleicht noch eine Bitte an unsere österreichischen Freunde. Wir würden uns wünschen, dass Sie sich vielleicht noch mehr einsetzen für unsere albanischsprachige, also wir sind ja, sind drei oder vier Staaten, in denen die Albanisch, also andere Sprache haben, dass Sie sich vielleicht noch mehr einsetzen, dass Sie auch eine gewisse Gleichberechtigung haben auf dem Staatniveau. Wien ist anders. Ich glaube, es gibt keine andere Stadt oder Region in Österreich, wo die Mitbürger, die sozusagen Migrationshintergrund haben und sonstige, die so gut aufgehoben sind in Wien. Aber auch dieser Kampf müsste eigentlich weitergehen und darum bitte ich um Ihre Unterstützung. Është si minoritet që jemi unë dhe ambasadori këtu në skenë sot, nuk në ngjitë shumë për të thënë, për ne është ditë e veçantë, 8 marsi, është një ditë e cila simbolizon
luften e gruas për të drejtë e barabarta në shoqit tona ku dhe që jetojmë në gjithë botën, pavarësisht fes, kulturës apo priardjes. Dhe është një ditë e veçantë ku edhe do duhet i kujtonim edhe të gjitha ato sakrifica që janë bërë nga gratë. Besoj që në mesin tuaj do ketë edhe mësuese, me që kishim 7 marsin ditën e mësuesit, e shfrytëzoj këtë rast dhe t'ju uroj të gjitha grave mësuese ditë të veçantë, për mes të cilës edhe të ruajtur edhe tradita jonë dhe kultura shqiptare edhe në diaspor, edhe për mes të cilës edhe do duhet përqoje edhe mesajit që ju si gra t'ju mundësoni edhe fëmijëve që janë në diaspor, të vazhdojnë mësimi plotësues në gjuhën shqipe që të mos zhduket kjo gjuhë nga çdo familje. Mundësit janë, mundësit i ka dhënë edhe shteti austriak dhe këto mundësit do duhet të shfrytëzohen. I falenderoj të gjithëve që na keni ftuar sot këtu dhe keni mundësuar aktivitet të tillë. Nuk më mbetet tjetër për të thënë vetëm gëzuar të gjithëve 8 marsin dhe ju falenderoj shumë për këtë manifestim. Nështë në kam thamë publikisht, po japë ja them, aktivitetet që i bëni ju gratë, i janë njëherë më të mira se ato tonat. Falenderoj shumë. Duke falenduar kryetaren tonë, e cila gjithmonë përpiqet të sjellë risi, këtë herë ajo e bëri dhe më interesant këtë event. Duke na bekuar me dy kore të tjera, Arbat e Zenge Bun, Fabitin, si dhe kore Mimoza të forimit të gruas boshnjake. Dhe ne, duke falenderuar kryetaren e shoqatës, kryetarin e shoqatës Zotin Kurt Weber, për bashkëpunimin e ndërsisë, ftojmë në skenë korin Arbat e Zenge Bun favoritën e këngën Only You, të drejtuar nga Aleksandra Ahçenas. Die Internationalität war in diesem Jahr nicht kurz. So haben wir es geschafft, den Arbeitersängerbund-Favoriten mit dem Vorsitzenden Kurt Weber für den heutigen Abend zu gewinnen. Heute singen sie für uns das Lied Only You und der Chorleiterin Magister A. Aleksandra Ahçenas. Bitte.
Tani për fjallën e rastit, ftojmë kryetarin e qarkut favoritën, Markus Franz. Auch in diesem Jahr hat sich der Bezirksvorsteher Favoriten, Herr Markus Franz, Zeit genommen, um uns zu beehren. Ich bitte ihn auf die Bühne. Ja, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Frau Nationalabgeordnete, werte Kollegin aus der Bezirkspolitik, es ist natürlich schön, wenn wir als Bezirksvorsteher so viele Vereine, Mitglieder, Damen, aber auch Herren heute zu dieser Feier antreffen. Favoriten hat ja schon über 204.000 Einwohnerinnen. Das sind mehr als 10%, was die Stadt Wien hat. Und haben natürlich in Favoriten einen Großteil von Kulturvereinen mit ethnischen Hintergründen, aus anderen Nationen, und da ist es natürlich uns wichtig auch seitens der Kulturkommission, dass man auch die Tradition hochhält. Und Wien und selbst Favoriten war ja immer mit Zuwanderung konfrontiert. Wir haben ja den Südbahnhof, den heutigen Hauptbahnhof, aber auch damals, wie die Ringstraße errichtet worden sind, haben wir aus den Kronländern schon viele Arbeiterinnen und Arbeiter bei uns im Bezirk gehabt. Und dementsprechend freut es mich, dass heute Kultur der Miteinander, weil der Alter Sängerbund auch einer der wenigen noch, die wir haben in Wien, aus Favoriten mit einer jahrzehntelangen Tradition, heute auch den Nachmittag begleitet. Über Frauenrechte, glaube ich, bin ich nicht der, der allwissend ist, aber selbst liiert, selbst drei Schwestern, und die Historie zeigt uns natürlich, dass immer die Frauen das stärkere Geschlecht waren. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, wie weit wir jetzt Gott sei Dank in vielen Ländern Europas sind, was das Wahlrecht betrifft, wenn man das erst angeschaut, also 84 erst Liechtenstein, das allgemeine Wahlrecht auf Frauen, oder die Schweiz erst mit 1971, haben wir doch eine längere Tradition in Österreich und sind stolz darauf. Wir sind auch, was die Wahlbeteiligung betrifft oder die Wahlberechtigung betrifft, haben die Frauen das Sagen, weil sie die Mehrheit stellen von allen Wählerinnen und Wählern, nicht nur in Favoriten, sondern auch in Wien. Und hinter jedem Mann steht natürlich auch eine starke Frau, und es freut mich anlässlich des Internationalen Frauentages, dass es schon besprochen worden ist, dass eigentlich wurscht, von welcher Nation ich stamme, aus welchem Land ich stamme, Frauen in ganz Europa, aber auch in der Welt, für das Gleiche eintreten, nämlich für die Stärkung ihrer Rechte. Und dementsprechend freut es mich hier, HDP, war ja letztes Jahr auch da, aber das HDP hat auch 40 Jahre gefeiert und hat jetzt ein bisschen was investiert in die Tonanlage und in die Lichtanlage. Dementsprechend ist das Rahmenprogramm heute etwas besser, was die Gestaltung betrifft. Und ich wünsche uns allen noch einen angenehmen Nachmittag und hoch den Frauen. Tani vajza tona të mrekullueshme do të na cilin kenë një numër baletit të tituluar Për Elisën nga Beethoven. Ftojmë ato në skenë. Die Tänzer des Vereines 12. Juni haben allein für heute ein Ballettstück in Begleitung des Klavierstücks Für Elise von Beethoven vorbereitet. Voller Aufregung warten sie schon hinter der Bühne, um ihnen endlich ihr Ballettstück vorführen zu können.
Senatorin Mimoza të forumit të gruas bosnjako-austriake me kryetare Azra Merxhan, me një këngë popullore Seyfedin Majku Budjaze, dirigent Emir Radishevic. Eine weitere Errungenschaft, die sich für das heutige Event Zeit genommen hat, ist der bosnisch-österreichische Chor Mimoze, deren Leiterin Azra Merjan ist. Sie singen für uns das Lied Seyfedin Majku Budjaze unter dem Dirigenten Emir Radishevic.
dhe tani do të prezantoj një grua veçant. Theme veçant, se duket si kur kjo grua di të bëjë gjithçka dhe lista është tepër e gjatë, por unë mund mbledh më kryesoret. Master profesional në marrëdhënie ndërkombëtare diplomaci, ish diplomate në NATO, master shkencor në sigurinë kombëtare të Shqipërisë, njohse e katër gjuhëve të huaja, përkthyese, autore i dy librave, shkencor dhe historik. Por sot ajo vjen ndryshe tek ne dhe na nderon duke interpretuar një poezi të sajën që di ta interpretoj vetëm si di ajo, për ju Ervin Fontani. Bevor ich Frau Ervina Toptani auf die Bühne bitte, möchte ich ganz kurz was über sie sagen. Sie beherrscht 4 Fremdsprachen, ist Diplomat der NATO, Autorin von 2 Büchern mit wissenschaftlichem und historischem Genre und heute beehrt sie uns mit einer selbstgeschriebenen Poesie. Ervina Toptani, bitte. Në broma, ju falemirit. Poezia që kam përgatitur Enkas për rastin e sot, titullohet Për gruan, nënën, bijën. Besoj do jetë përkthyer në gjermanisht. Derdhur mbi trup, derdhur mbi flok, spërkatur me yje, me ëndra e lot, djeli të preku në të artin agim, linde për zjarit të sjellë shpëtim. Sa herë u dogje, u përvëllove, sa herë mbyte, me lot vajtove, sa herë të burusën pa mëshirë, sa herë i fale, ti grua e mirë. Nënë dashur, me shpirë coptuar, duart e tua sa djemë më kuan, sa vashat bukura me dashuri, i rritë e ti zonë, grua e mirë. Ti bije zotit, ëndrat si detë, linde njerëzimin, u bove për jetë, për botën jetove në pafundësi, shpirtin e dhe, me shumë dashuri. Të shkruaj për veten, për motrën, për ty, për nënën, për gruan, për bijën hyni, të them se pagove, shpirti i shkret, po kur su dorzove, perëndi e shenjtë, prej duarve të nxira, të qarë plot gjak, prej syve të bukur, me dhim jo pak, me shpirtin e lodhur, këputur e parë, që ndronë prape fort, sot si parë. E bukura ime, nën, motër, bi, reze e djelit, mike a shurti, shtrëngoje fort, botën e qi, mëkoje me forcën tënde, mësoj dashurin. Faleminderit. Përsëria njëzë në skenë me këngën Ki bel sogno Doretta nga opera La Rondine e Giacomo Puccini, të shoqëruar në piano nga Kaori Seiki. Wir bitten erneut Frau Agnese Stamai mit dem Lied Ki bello sogno di Doretta aus der Oper La Rosine, geschrieben von Giacomo Puccini, auf die Bühne. Begleitet wird sie am Piano Kaori Seiki.
Gänsehaut, kann nichts mehr sagen. Siç e përmendëm në fillim, ky event mbahet në moton për shembull për integrim. Fondacioni Nermin Vlora Falas Vega Vien ka përzgjedhur dy gra të suksesshme për të nderuar me një çmim nderi. Zonja e parë që kemi përzgjedhur është një zonjë austriake, doktor Marianne Graf. Jemi të nderuar që sot në mesin ton kemi të ftuar këtë zonjë të madhe, të cilën zemra e saj ka udhëhequr për të kryer misionet e vështira në ndihmë të njerëzimit. Zonja doktor Marianne Graf, menaxhere sociale, pedagoge, diplomuar për politikat e zhvillimit dhe të ekonomisë botërore, presidente e shoqatës Shqipëri-Austri, konsul e nderi e Republikës së Shqipërisë, mbajtëse e 10 çmimeve të ndryshme. Zonja Marianne Graf ka treguar se kontributi juaj në botë nuk mundet kurrësi të kufizohet vetëm tek sukcesi i individit. Ajo është një frymëzim për të gjithë ne, e sidomos për gratë në veçanti. Për të ditur më shumë për zonjën Graf, le të dëgjojmë laudacionin në gjermanisht nga Fiona. Wie schon zu Anfang erwähnt, haben wir heute zwei Frauen hier, denen wir heute einen Ehrenpreis, der wirklich von Herzen kommt, verleihen möchten. Eine dieser Frauen ist Frau Doktorin Marianne Graf. Doch bevor ich zur Bühne bitte, möchte ich noch ein paar Worte zu dieser großartigen Frau sagen. Albanien ist mein Schicksal, sagte all die Frau, um die es in diesem heutigen Tag geht. In Albanien nennt man sie einfach als Magra. Dr. Marianne Graf wurde 1951 in St. Marien bei Graz geboren. Sie ist eine österreichische Entwicklungshelferin, Vorstandspräsidentin des Vereines Albania-Austria-Partnerschaft und dessen Mitbegründerin, sowie Honorarkonsulin der Republik Albanien. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Bildung und Gesundheit, Kinderrechte, Brückenbau in Bergdörfern, Brunnenbau, Frauenprojekte, Friedensprojekte, Minderheitenschutz, kultureller und interreligiöser Dialog, Umweltschutz, Stärkung der Kleinbauern, die Obstbaumpflanzungen. Insgesamt wurden ca. 100 Bauprojekte, Schulen, ärztliche Versorgungsstellen, Kindergärten, Sozialbauten, Bildungszentren, Brücken und so weiter durchgeführt, über 330.000 Familienpakete verteilt. Ende der 1990er Jahre wurde Marianne Graf mit der Flüchtlingswelle aus dem Kosovo konfrontiert. Von Mai 1998 bis Jahresende wurden ca. 3.500 Flüchtlinge betreut. Im März 1999 stieg die Anzahl auf 13.000 Flüchtlinge an, die bis zur Rückkehr in den Kosovo versorgt wurden. Vor dem Einzug der deutschen UN-Truppe im Juli 1999 war Marianne Graf im Kosovo, im Gebiet Srebrenica. Sie leitete den Wiederaufbau von 550 zerstörten Wohnhäusern in die Wege, die im November 1990 bezogen werden konnten. Ein Zentrum für traumatisierte Kinder, multiethnische Kindergärten und Jugendstätten, Schafherdenaufbau und landwirtschaftliche Unterstützung waren weitere Aktivitäten im Kosovo. Seit Beginn ihrer Arbeit in Albanien im Jahr 1992 und später im Kosovo hat sie für fast jedes Jahr ihrer Tätigkeiten eine Auszeichnung bekommen. Es ist eine lange Liste mit rund 33 Auszeichnungen, unter anderem Goldenes Ehrenzeichen des Landes Steiermark, Menschenrechtspreis des Landes Steiermark, Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich, Frau des Jahres 2002, also der Johann Award, sowie Ritter vom Orden des Skanderbeg. Hoch in den Bergen des nördlichen Albanien, in Fusharres, betreut Frau Marianne Graf aktuell eine Projektinitiative für nachhaltige Entwicklung in sozialer, ökonomischer und ökologischer Sicht. Hierbei wird den Frauen und deren Familien Hoffnung gegeben, mit kleinen Einnahmen Existenzmöglichkeiten vor Ort zu finden, um sich nicht gezwungen zu sehen, abwandern zu müssen. Daher sind wir von der Wiener Zweigstelle der kulturellen Frauenstiftung Nermin Vlora Falaske erfreut, Frau Doktorin Marianne Graf von Herzen einen weiteren Ehrenpreis zu verteilen. Ich bitte um Applaus. Tut mir leid.
Sie auch bei den Marxisten gleich und jetzt ist es auch so. Auf die Bühne. Danke vielmals für alles, was Sie haben gemacht. Und schönen Dank. Danke. Danke. Ihnen allen ein ganz herzlicher Gruß, eingeschlossen die zwei Botschafter, die Botschaftsangehörigen, Politikerinnen, Politiker, die großartige Organisatorin Rwanda Lemani mit ihrer Gruppe und Freunden. Der Shendetje de Chispe. Yam Eluntu Cheun Yam Ne Mesin Tuae. Bokan Fola Merolanda Erde kann sagen Mami und Pflasterni Germanist. Selbst ja auch Mann per Moor fallen der. Ja, 27 Jahre sind wir also schon in Albanien unterwegs und Sie auch gehört haben im Kosovo. Und zwar, das ist eine sehr lange Zeit. Sie sehen hier eben die Bauprojekte aufgeschlüsselt, die wir bereits vollführt haben. Es sind über 130. Wesentlich besser können Sie es sich vorstellen, alle die Punkte, die Sie sehen, sind Projekte von uns. Und gleich einzuschließen, möchte ich sagen, am heute gefeierten Frauentag, mir ging es nicht, wenn ich nicht so einen prachtvollen Mann hätte. In diesem Gebiet in Fouchares, darum kämpfe ich jetzt für Frauen in sehr bitteren Umständen und ich kämpfe dafür, dass die Frauen, die Familien nicht abwandern müssen. Das ist hier Fouchares, vielleicht kennen Sie einige von Ihnen, eine Bergstadt, ehemalige Minenstadt, hoch im Norden. Und hier wird diese Bioinsel ausgerichtet. Ich bin gerade dabei, es wird genau vermessen. Jetzt werden schon die Mauern hochgezogen. Und da geht es jetzt weiter in die nebenliegenden Täler nach Grüssi, Ibal und von dort kommen eben die Frauen, von dort die Familien, die ein wenig einen Erlös haben sollen. So schaut es hier aus. Nicht unbedingt notwendig abzuwandern, wenn sie eine Existenz vor Ort haben können. Von diesen Kleinstbauern kommen wir die Wolle. Ein mühseliges Arbeiten
Und wenn Sie im Anschluss daran Wollprodukte sehen, sind Sie von dieser Wolle, die mit unglaublich viel Mühe im Bergbach gewaschen wird, hergerichtet wird und ist alles ohne chemische Zusätze, deshalb auch Bio-Ischul. Hier wird dann gewogen und mir sind so sehr viele Talente gegeben worden, unter anderem auch kann ich die Wollverarbeitung weitergeben und hier mache ich gerade ein Seminar. Da sind die Näherinnen unten, die fleißigst arbeiten. Diese Produkte, die Sie da sehen, die sind auch draußen. Jedes einzelne Produkt ist ein Pilotprodukt von mir und wird unten hergestellt. Und bitte bedenken Sie, alles, was hier verkauft wird, ist Existenz für diese Menschen unten. Bitte zeigen Sie Ihre Solidarität. Auch meine Biografie ist sowohl in Deutsch als auch in Albanisch draußen erhältlich und aller Erlös fließt 1:1 in GILS-Projekte, denn mein Mann, das heißt unsere Familie, trägt alle Oberhaltkosten für alle diese Aktivitäten selbst. Auch dieses Buch ist zu haben, ein wunderschönes Geburtstagsbuch. Ja, damit ist schon Schluss. Danke. Etwas möchte ich noch sagen. Schmine aus Schumimat Bermoa, Pomaschum, Sessa aus Bukhari, aus Nie Urda, Che Unluftei, Brab, der Familie Nevafri, Unspressei, New Dragoni Solidarität, Falmeret. Gjithashtu një tjetër prano i është bashkuar fondacionit tonë. Vatra Jonuzi, që do të interpretoj sot këngën Marcello të Pjakovos, shoqëron në piano Kaori Saeki. Eine weitere Sopranistin, die auch Mitglied unserer Frauenstiftung geworden ist, möchte uns mit ihrer Stimme verzaubern. Vatra Yusufi interpretiert für sie das Lied Marcello, begleitet von Kaori Saeki am Piano. Oh,
kemi përzgjedhur sot për të luar me çmimin Ermin Glora Falaski është një mjekë shqiptare e quajtur doktor Gëzime Sula. Më lejoni para se ta ftojmë në skenë të them disa fjalë për një orë më mirë. Që në moshën e adoleshencës vjen një kërkesë e madhe për gratë në nevojë, në veçanti nga gratë me preardhje migrante, që t'ju ndihmohet si në aspektin gjyqësor ashtu dhe në atë mjekësor. Motoja e saj, gratë me origjinë shqiptare duhet të integrohen në Austri dhe njëkohësisht duke mos harruar dhe anashkaluar rrënjët dhe kulturën e tyre dhe përpjekje në kombinimin e të dyjave në shtetin që kanë sjedhur. Me forimin e gruas kërçovare në Vjenë, filloi një nismë me disa mike që t'ju vinë në ndihmë grave të tjera në jetën e përditshme e t'ju ndihmojnë në integrimin e tyre dhe në anën tjetër të kontribuojnë në mirëmbajtjen dhe ruajtjen e lërave tradicionale të kulturës shqiptare, si dhe trashëgimin e këtyre lërave tek fëmijët e tyre. Për të gjitha këto pra, përpjekjet dhe dëshirën për të kontribuar në të mirën e gruas, kryesia e fondatorit ton e nderon këtë zonjë me çmimin e nderit Ermin Glora Falaski. Der zweiten Frau, der wir einen Ehrenpreis vergeben möchten, ist Doktorin Gëzime Sula. Bevor Sie aber auf die Bühne bitten, möchte ich einen kurzen Einblick in Ihr Leben geben. Und ich bitte nur ganz kurz um eure Aufmerksamkeit. 1974 emigrierte Ihr Großvater nach Wien. Drei Jahre später, also im Jahr 1977, emigrierten auch Ihre Eltern nach Wien. Geboren wurde Doktorin Gëzime Sula am 30.04.1979 ebenfalls in Wien. Von 1985 bis 1997 besuchte sie die Volksschule und daraufhin das Gymnasium in Döbling, wo sie auch die Matura machte. Im Matura-Zimmer die Schwangerschaft. Von 1998 bis 2008 studierte sie Medizin an der MedUni Wien, nebenberufliche Tätigkeit als Ordinationshilfe in einer Frauenpraxis. 2010 bis 2018 bildete sie sich zur Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe aus. In den Jahren 2016 und 2017 war sie wegen der Geburt ihrer Tochter Mona in Karenz. Seit April 2018 ist sie Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Wilhelminenspital und seit Februar 2019 zusätzlich Fachärztin mit Niederlassung im 16. Bezirk. Seit Januar 2019 ist sie Mitbegründerin der FGM-Ambulanz im Wilhelminenspital. Also dort geht es um die Betreuung von Patientinnen mit weiblicher Genitalverstümmelung. Weitere Tätigkeiten, die sie seit 2012 macht, sind Mitgliedschaft der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung. Seit Februar 2005 ist sie Gründerin des Frauenforums Kerchova in Wien. Jetzt möchte ich sie ganz kurz zitieren und dann... Bereits in jungen Jahren kommt ein großes Bedürfnis aus, Frauen in Not, insbesondere Frauen mit Migrationshintergrund zu helfen, sowohl in sprachlicher als auch in medizinischer Hinsicht. Mein Credo, Frauen albanischer Herkunft sollen sich in Österreich gut integrieren und dabei aber ihre Wurzeln und Kulturen nicht vernachlässigen, sondern versuchen beides in einer neuen Wahlheimat gut zu verbinden. Mit dem albanischen Frauenforum Kerchova in Wien sollte damit eine Initiative gestartet werden, um diesen Frauen zu helfen, sich einerseits besser in den Alltag zu integrieren, als auch andererseits die traditionellen Werte der albanischen Kultur beizubehalten sowie deren Kindern zu übermitteln. Wir bitten Frau Gëzime Sula auf die Bühne. Für diese tolle Anmoderation. Nach der Frau Marianne Graf geehrt zu werden, ist eine besondere Ehre für mich.
Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, da sind Sie zu Ihren tollen Projekten. Und eigentlich sollte ich hier gar nicht stehen, nach dem, was Sie alles geleistet haben. Aber ich habe ja noch ein paar Jahre, vielleicht kann ich Ihnen da ein bisschen das Wasser reichen. Ich möchte auch kurz ein paar Dankesworte ausrichten. Ja, zwischen das, was in der Tandelua, Sonja, der Sotri, der Schiragirte Mirat, Perdit und der Komtare zu Gruas, der Unterta Boisi, Sonja, Dr. Marianne Graf, dort war ich doch in der Germanisch, zum Germanland, mir voll Germanisch, Sessa Stipp, und falle mir der Ritt. Nochmals einen wunderschönen Sonntag und nachlich alles Liebe zum Weltfrauentag. Vielen Dank, liebe Rolanda Limani, für die Einladung und danke für die wunderbare Ehrung anlässlich dieses wertvollen Tages. Dazu muss ich sagen, dass die Rolanda es gar nicht so leicht hatte, mich persönlich zu sprechen. Ich bin zurzeit sehr engagiert, habe viel um die Ohren. Mein Mann und meine Schwester haben mir ausrichten lassen, dass sie versucht, mich zu erreichen. Heb ab, sie will dich erreichen, sie will dich ehren, du wirst geehrt. Würstel. Zum Schluss kam dann noch hinzu. Ja, dann, gut, ich rufe zurück, warum mich ehren? Dann habe ich mit ihr gesprochen und sie hat gemeint, schreib mal eine kurze Biografie und dann wirst du schon sehen. Dann habe ich das zusammengeschrieben und tatsächlich, das ist wirklich sehr lieb, das, was ich bis jetzt gemacht habe, bedanke ich mich ganz herzlich. Nur kurz ein paar Worte möchte ich noch sagen. In meinem Beruf als Gynäkologin, der gleichzeitig meine Berufung ist, bin ich sehr viel ehrenamtlich tätig. Ursprung meiner Berufsauswahl und meiner sozialen Tätigkeiten ist meine Mutter, die heute leider nicht da sein kann, weil sie auf meine Tochter aufpasst, weil mein Schwiegervater vor ein paar Tagen verstorben ist, leider im 91. Lebensjahr. Vor eben fast 40 Jahren brachte mich meine Mutter in Wien zur Welt. Sie war damals erst 1,5 Jahre in Wien, war hilflos, nicht integriert, konnte die Sprache nicht. Mein Großvater brachte sie im Blasensprung zur nächsten Polizeistation in Sievering, die dort dann so lieb waren und die Rettung organisiert haben, um sie ins nächste Krankenhaus zu bringen, ins alte AKH. Dort umzingelte man sie, Ärzte, medizinisches Personal. Es war eine Ausnahmesituation, dass eine Geburt an sich schon mitbringt. Dieses Erlebnis brachte meiner Mutter dazu, die Sprache fließend zu lernen, sich über die Maßen zu integrieren und alles zu tun, um ihre Kinder, damit ihre Kinder es besser hatten. Heute stehe ich im Kreissaal und man möge es nicht glauben, aber ich habe mit derselben Situation zu tun wie meine Mutter damals. Durch die Flüchtlingswelle, durch asylsuchende Frauen etc. stehe ich in einem Kreißsaal mit einer Frau, die genauso hilflos ist wie meine Mutter damals. Und meine Mutter, das Erlebnis, das sie gehabt hat damals, hilft mir mit diesen Patientinnen so umzugehen, wie sie es gerne gehabt hat. Auch. Sei es mit Google Translator oder durch meine Muttersprache, verstehen wir uns dann irgendwie. Ein wichtiges Projekt habe ich 2015 gestartet mit dem Frauenforum Calcora in Wien. Calcora ist die Stadt, wo meine Eltern herkommen, in Mazedonien, wo ebenso diesen Frauen und deren Kindern im Sinne einer Integration auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Pflege der traditionellen Werte geholfen werden soll. Seit 2017 läuft das Forum unter der Leitung meiner lieben Freundin Sihana Balaji, die heute auch hier ist, die einen besonderen Dank aussprechen möchte auch, und in dankenswerter Unterstützung durch Rolanda Limani, und die wird hoffentlich noch lange bestehen bleiben. Ich danke mich nochmals herzlich für diese Ehrung. Danke, liebe Rolanda, und dem Verein Nermin Flora Falaski und 12. Juni und wünsche noch eine schöne Feier. Danke vielmals. Kënderuar me praninë e saj, kryetarja e Fondacionit Nermin Flora Falaski, Dega Italia, Aksinia Gjoja.
Në Shqipëri një si vajzë e artistit të popullit Nikolin Gjoja, por ajo është gjithashtë një pianiste e famshme që ka luetur në skenat të ndryshme të Italisë dhe në orkestrën dhe virtuozin në Londër. Në vitin 2012, presidenti i Republikës Shqipërisë e nderoi atë me urdhrin mjeshtër i madh. Sot për kënaqësinë tonë, ai do t'na luaj një pjesë në piano. Ftojmë në skenë Aksia Gjonja. Ein besonderer Gast, der extra für uns aus Italien angereist ist, ist Aksia Gjonja. In Albanien kennt man sie ja als Tochter des populären Nikolin Gjoja. Aber auch hier ist sie eine erfolgreiche Pianistin, die auf den Bühnen Italiens und im Orchester der Virtuosi in London gespielt hat. Sie ist auch die Leiterin der Zweigstelle Italien der Frauenstiftung Nermin Blora Falaschi. Im Jahr 2012 ehrte sie der Präsident der Republik Albanien mit dem Orden des großen Meisters. Heute zeigt sie uns ihre Pianokünste. Aksia Gjonja. Të nderuara motra, nëna, fëmijë, mirëmbrëma. Jam shumë e gëzuar të jem këtu ndërmjet jush dhe falenderoj me gjithë zemër Rolanda Limanin që më dha këtë mundësi dhe t'ju njoftë dhe ju. Për mua më duket sikur kam një shekull, një jetë njoftë, se njoftë atë buzëqeshjen tuaj që bënte pjesë në neve, në bëjnë si janë nëna tona, në mbëlsinë në nëve tona. Disha t'ju them këtë, që mos harrojmë që gratë neve jemi forcë e madhe në botë. Është e ditur që edukimi i fëmijëve fillon në shtëpi dhe pastaj vazhdon në rrolla. Dhe me edukim nuk mendojmë vetëm arsimin, mendojmë dashurinë që japim fëmijëve për ta dheun, për gjuhën, për traditat, për të rënjët tona që nuk duhet t'i harrojmë asnjëherë. Ndërkohë, unë falenderoj shumë shtetin austriak, me gjithë kush prezent këtu, sepse duhet t'i nderojmë kush na ka dhënë mundësinë të integrohemi, dhe në rrafa kemi detyrë të paraqisim anët pozitive, të tojmë çdo ditë të japim anët pozitive tona në këtë mënyrë. Ata njohin se kush janë vërtet shqiptarët dhe japim një shembull pozitiv fëmijëve tërë që është shumë e rëndësishëm se sa konferencat. Atëherë, unë ju falenderoj shumë, ju sjell përshëndetje nga gjithë gratë dhe jo vetëm gratë shqiptare të Italisë edhe gratë italiane, se ta bëjnë kam shumë pjesëmarrës dhe personazhe shumë rëndësishëm të kulturës të artit dhe ju përqafojnë me shumë madh dhe ju urojnë gjithë të mirat. Faleminderit. Dhe tani zgjodha të luaj këtu për respektuar, për respektin e të gjithëve, por të Austrisë, nga Wolfgang Amadeus Mozart, Rondo Turka. Um es für die zu übersetzen, die es nicht verstanden haben, sie ist sehr erfreut, dass sie hier sein darf, dass sie Frau Rolanda Limani eingeladen hat und sagt, dass alle Frauen stark sind. Wir sollten auch dem Staat Österreich danken und ja, für die Möglichkeit, für alles, was uns geboten wird, den Frauen geboten wird. Okay, und sie spielt uns ein Stück von Mozart. Danke.
Noch einmal ein großes Dankeschön an die, die bis heute und hoffentlich auch in Zukunft gestärkt und unterstützt haben. Danke an Kulturfavoriten, Wien Kultur, danke an Emine Oyupi, an Amir Yunusi und Framur Blausche. Es ist schön zu sehen, dass verschiedene Nationalitäten in vielen Bereichen zusammenarbeiten können. In diesem Jahr haben sich unsere drei Chöre zusammengetan, um für Sie das Lied Eintracht und Liebe zu befallen. Ich bitte nun auf die Bühne den Chor Arbeitersendung, den Chor Mimose und unseren Chor der Frauenstiftung Nermin Glora Falaski. Ein kleines Geduld bitte. Wir möchten uns noch mal ganz kurz bei den Chören bedanken für ihre Zeit, die sie sich genommen haben. Und Frau Rolanda Limé.
Wir, der Verein 12. Juni und die Frauen von Zweigstellen im Lora Falaski Wien, haben wir entschieden, gemeinsam die Gäste zu ehren, die uns auch geehrt haben mit Teilnahme an diesen tollen Veranstaltungen. Daher möchten wir den Arbeitsersängerbund Favoriten mit einer Dankurkunde ehren, sowie die Frauenforum Mimose. Ich bitte den Herrn Kurt Weber und die Frau Azra Mezan zu mir zu kommen. Bitte. So. Lieber Kurt, danke schön. Die Grüne. Auch Alexander ist hier. Ja, genau. Danke. Alexander, die so ist es. Also, danke schön. Ich danke schön. Danke schön. Also danke schön, wir haben uns sehr gefreut, hier teilnehmen zu dürfen und ja, vielen Dank, dass das möglich war. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich sehr, im Rahmen unseres heutigen Programms im Namen des Frauenchors Mimose herzlich begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, die Gründung unseres österreich-bosnisch-herzegowinischen Kulturvereins Frauenforum bzw. Frauenchor Mimose entstand in erster Linie zum Zwecke der Erhaltung und Bekanntmachung unserer Sevdalinka, eine besondere Gattung der bosnischen Volksmusik, die sich als traditionelle, unsprüchlich städtische Liebeslyrik versteht. Wir haben zu Beginn dieses Jahres entschieden, unser Repertoire auf internationale Lieder auszuweiten. Die Lieder bringen uns näher, die Lieder lassen uns erinnern. Mit den Liedern schaffen wir ein Stück Frieden. So möchten wir auch Ihnen näher kommen und uns mit Ihnen austauschen. Liebe Frau Limani Rolanda, liebe Rolanda, vielen Dank für die Initiative, für dieses Treffen, deine Agilität und dein Mut. Wo bist du, Rolanda? Aha. Dein freundschaftlicher und respektvoller Umgang ist uns sehr viel wert. Wir möchten und werden es genauso weiterführen. Vielen Dank dafür. Liebe Frauen des Chors Nermin Flora Falasch, es ist großartig, und erfüllt uns mit Stolz, dass wir die Bühne gemeinsam mit euch, den geschätzten Mitgliedern des Arbeiter-Sängerbunds Favoriten, das bereits sein 125-jähriges Jubiläum seit Bestehen feierte, teilen durften. Herzlichen Dank Ihnen allen. Mein besonderen Dank richtet sie an die wunderbaren Mitglieder unseres Vereins und Chors Mimose. Wie auch an unsere neuen Chorleiter, Ständen der Musikakademie in Wien, dem ausgezeichneten Klarinettspieler Emir Radicic. Seine Konzerte sind immer sehr gut besucht und es ist uns eine Freude, ihn gewonnen zu haben. Zugute letzt möchte ich alle Interessenten gerne einladen, uns auf unserem
Friedensreise in die Städte Ex-Jugoslawiens im September 2019 in Kooperation mit der Föderation für Weltfrieden Österreich zu begleiten. Herzlich willkommen und vielen Dank auf Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dankeschön. Alexandra. E kush më mirë se një valë Tironce do ta bënte më mirë mbylljen e këtij programi. Ftojmë në skenë grupin e valëve. Wir sind schon langsam am Ende des Programms angekommen, doch bevor wir uns verabschieden, sehen wir noch einen Tanz des Vereines 12. Juni. Im albanischen Raum nennt man den Tanz Valë Tironce. Ich bitte unsere Tänzer auf die Bühne.
falenderojmë të gjithëve për prezencën tuaj, sonte na keni nderuar shumë. Këtu mbaron programi ynë kulturor, kjo nuk do të thotë se mbaruan për sonte. Ne kemi përgatitur një bufe me specialitetet shqiptare, gjithashtu për ju është i ftuar grupi dating nga Ulqini, që do të luaj muzik me këngë të përzjedhura. Ju faleminderit dhe mirupafshit. Wir möchten uns noch einmal recht herzlich bei Ihnen hier erscheinen und Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Der kulturelle Teil des Events ist nun vorbei, jedoch haben wir noch ein Buffet mit zahlreichen albanischen Spezialitäten vorbereitet. Für den musikalischen Part wird die PDT aus Ulcin sorgen. Wir wünschen Ihnen noch weiterhin einen schönen Nachmittag.